So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo Tom, hallo liebe Clubmitglieder, hallo Gäste. Wir schauen uns heute das Thema Telemedizin an. Hims & Hers heißt der Aktientitel, der heute im Fokus stehen wird. Und wir sind mal wieder in dem Segment der Wachstumsaktien aktiv. Das heißt, wir haben die letzten Male eher uns über, ich sage jetzt mal, konventionellere Aktientitel ausgesucht. Wir haben uns eher mit den größeren Blue Chips beschäftigt. Heute sind wir bei einem kleineren Unternehmen mal wieder, das trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, und man muss ja grundsätzlich sagen, dass die kleineren und Titel, die Nebenwerte, die kleineren Technologietitel, dass die alle nicht so vom Börsenhype gerade profitieren, sondern eher alle seitwärts laufen. Und Hims & Hers ist da mal ein Titel, der raussticht, der in der letzten Zeit sehr positiv performt hat. Und wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie steht es um das Unternehmen? Was gibt es noch für Potenziale? Ist die Bewertung aktuell gerechtfertigt? Ein kleiner Hinweis an alle, die schon was länger dabei sind. Wir haben uns den Titel schon mal angeguckt. Es ist, glaube ich, aber mittlerweile ungefähr anderthalb, 2 Jahre her. Jetzt Tom. gedacht, ein halbes, oder? Na, ich glaube, Anderthalb? ein halbes Jahr das erste Mal. Das ist das zweite Mal. Wir haben Ja, uns den schon mal vor anderthalb, 2 Jahren okay. angeguckt. Das ist richtig. Tom. Ja, herzlich willkommen auch erstmal von mir. Genau, ja, heute Hims & Hers dabei, Telemedizinunternehmen, du hast es eben schon gesagt. Ja, im Kern bietet das Unternehmen diskrete ärztliche Konsultierung an und hat sich so ein bisschen spezialisiert auf so ein bisschen unbequemere oder auf unbequemere Themen. Das heißt Haarausfall, erektile Dysfunktion und Depression, Angststörung. Also alles Probleme oder ja, Probleme, mit denen man lieber eigentlich nicht zum Arzt gehen möchte, sondern gerne eine online-digitale Konsultierung eines Arztes unternimmt, damit man damit halt nicht direkt im Wartezimmer mit den anderen Leuten sitzt. Ja, das Es Unternehmen. geht darum, dass alles, was unangenehm ist, dass man das online tätigen kann, im Kern. Darum geht es ganz genau, gut zusammengefasst. Okay, Ja, super. das ist so ein bisschen die Geschichte von Hims & Hers. Ich habe 2017 gegründet, relativ junges Unternehmen und dementsprechend auch ein Unternehmen, was stark auf Wachstumskurs ist. Wenn man sich aber so ein bisschen die Börsenhistorie anschaut und insbesondere sich die größere Spanne etwas mal hier anschaut, das ist jetzt bis zum Jahr 2021, also als wir den großen Hype rund um die Wachstumsthemen hatten im Markt nach der Corona-Zeit. In der Zeit haben wir gesehen, dass das Unternehmen auch sehr, sehr stark performt hat. Es ist zuvor per SPAC an die Börse gekommen. SPAC haben wir auch öfter besprochen. Es ist also nicht so ein klassischer IPO, sondern ja, eine Art IPO, mit der man so ein bisschen durch die Hintertür an den Markt kommt. Das ist in dieser Zeit viel passiert und viele Unternehmen sind danach auch sehr, sehr stark abgeschmiert, weshalb es so einen relativ faden Beigeschmack hat, wenn man sich generell das Thema SPACs anschaut. Allerdings, und wir sehen es ganz gut hier, wir hatten zwar ein Hoch im Jahr 2021, aktuell sind wir aber über dieses Hoch wieder hinausgeschossen. Also es muss zumindest eine positivere Firmenentwicklung gegeben haben, insbesondere weil ich gerade eben erzählt habe, ja, viele Unternehmen, die kleiner sind, viele Unternehmen im kleineren Technologiebereich, auch viele Unternehmen, die nicht groß gerade im Thema KI und KI-Technologien unterwegs sind, die laufen seither eigentlich eher seitwärts. Es gibt nicht wirklich positive Bewegungen dort. Und hier haben wir mal eine Ausnahme und die wird deutlicher, wenn wir uns halt das kurzfristigere Bild hier anschauen. Jetzt mal in diesem Jahr eigentlich gesehen und bis ins Ende des letzten Jahres. Wir haben einen ziemlich starken Aufschwung zu Beginn des Jahres gesehen, wieder etwas an Volatilität, so ein kleiner Cup, den wir hier gezeichnet haben. Ein Ausbruch nach oben und der ist noch ziemlich oder ist noch stärker geworden. Man sieht es auch an den Kerzen, die immer größer werden. Also das Volumen nimmt hier auch deutlich zu. Die Indikatoren sehr positiv. Der MACD ist deutlich, deutlich im positiven Bereich, im grünen Bereich. Und das Momentum hier hat, wie gesagt, oben auch dieses neue Hoch erreicht. Wir sind also in einem sehr, sehr, sehr stark aufstrebenden Trend. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lange hält das Ganze? Wo wollen wir da noch hin? Wie stoppt es? Und ihr könnt es euch schon denken, wenn eine Aktie so stark gelaufen ist, ist sie auch relativ teuer. Und das wollen wir uns heute nochmal anschauen. Vorher aber ein kurzer Blick auf die Erstmal, geballte allgemeine Industrie. genau, erstmal ein bisschen raus, ne? Genau, wir gucken uns, glaube ich, generell den US-Pharma-Markt erstmal an. Wir sind schon wieder im US-Pharma-Markt, wie auch heute Nachmittag. Und man sieht ganz schön, gigantischer Markt mit moderaten Wachstumsraten. Wir haben hier eine erwartete Wachstumsrate fürs 2030 von 5,5%. Wir haben in den letzten Wochen schon mehr gesehen, wir haben aber auch schon weniger gesehen. Aber viel interessanter ist ja tatsächlich, wir sind ja nicht nur im pharmazeutischen Markt tätig, sondern wir sind ja auch im Telemedizinmarkt tätig. Und das haben wir jetzt hier
Auf der nächsten Folie sieht man das ganz schön gleich. Bevor wir einmal weitergehen, eine Sache möchte ich hier noch gerade kurz festhalten. Wir sind nämlich im Pharmaziemarkt, den wir ja öfter besprechen, und der wächst weiterhin. Es ist ein riesiger Markt. Wir sind bei einem Markt, der insbesondere auch in den USA wirklich sehr, sehr groß ist. Man sieht es so ein bisschen in Billionen hier unten abgetragen. Also 850 Millionen im Jahr 2023. Und man knackt so langsam die Billionen, wenn man in den Bereich USA schaut, also Milliarden bei uns in dem Bereich. Und wir sehen aber auch, dass wenn wir gleich in diesen Telemedizinmarkt schauen, dass der noch viel, 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 viel kleiner ist, aber mit einem viel, viel größeren Potenzial. Genau, mit dem viel größeren Potenzial. Und man sieht das, man hat das ja auch in den Wachstumsraten von Hims und Hers gesehen. Schauen wir ja gleich nochmal so ein bisschen auf den Snapshot. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen bei dem Telehealth-Market, also bei dem Telemedizin-Market, dass nicht tatsächlich die Branded Products, also nicht die Markenprodukte von den großen Pharmaziekonzernen verkauft werden, wie Pfizer, Eli Lilly und Merck oder wer da noch alles auf dem Markt mitspielt, sondern dass man tatsächlich sich darauf spezialisiert, Generika zu verkaufen. Genau, also wir sind in einem Markt unterwegs, der viel, viel breiter ist, und deswegen sieht man auch hier, wird sich der eine oder andere wundern, ja, hier steht ja eine größere Zahl als gerade eben. Ja, das liegt daran, dass wir hier in einem Markt unterwegs sind, der jetzt noch breiter aufgestellt ist und trotzdem ein Markt ist, der halt sehr, sehr stark wächst. Wir sehen hier Wachstumsraten von ungefähr 23%, die angestrebt sind, und es ist halt genau dieser Markt, der die Kunden adressiert, die halt nicht unbedingt zum Doktor gehen wollen, aus Bequemlichkeit, aus Charme, aus vielleicht anderen auch kostentechnischen Gründen. Und dieser Markt ist halt ein Markt, der eigentlich so richtig erst aufgekommen ist im Jahr 2020 und danach sich halt weiter expandiert hat und auch weiterhin kontinuierlich wachsen soll. Was ist denn das Thema Brandname und Generik? Das große Thema der Pharmazie, kann man eigentlich sagen. Es gibt die großen pharmazeutischen Player auf dem Markt, die sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung stecken. Wir hatten eine ziemlich große und intensive Investmentwerkstatt mal zu dem Thema, ja, was bringt es eigentlich, in Aktien zu investieren, bei denen die Ungewissheit so groß ist, ob jetzt ein neues Produkt entwickelt wird oder nicht entwickelt wird, und warum ist es eventuell sinnvoll, insbesondere in diesen Märkten halt auf eine breite Masse zu blicken, weil es halt immer wieder einzelne Player gibt, die schneller sind als andere in bestimmten Marktmomenten. Wir haben das sehr stark bei Pfizer und der Corona-Phase gesehen. Dort haben wir ein sehr schnelles, sehr frühen Impfstoff gehabt von Pfizer, also ein sehr schnelles Produkt, was auf den Markt gekommen ist. Und damit hat man auch so in sehr kurzer Zeit einen sehr großen Bedarf gedeckt. Danach ist das Produkt so ein bisschen, ja, oder es verschwindet so langsam im Nirvana, kann man sagen. Also es gibt immer noch so einen Grundboden, der bestehen bleibt, Ältere, die sich impfen und. Aber diese große Spitze ist nicht mehr da. So hat auch der Aktienkurs von Pfizer dann wieder verloren, weil keine neuen Blockbuster jetzt wieder auf den Markt kam. Und so ist das Spiel in diesem Pharmamarkt halt generell. Es wird ein Produkt entwickelt, man hat hohe Umsätze, dann bricht eventuell der Umsatz dieses Produktes weg, weil die Patente halt nur eine gewisse Zeit lang gelten und sie dann in den Generikamarkt eigentlich übergehen, und dann muss man wieder quasi auf neue Produkte aufsatteln. Es ist trotzdem sehr erfolgreich, weil der Markt ganz generell wächst und die Medizin insbesondere auch von den neuen Technologien sehr, sehr stark profitiert. Aber es ist natürlich ein Markt, in dem viel Ungewissheit herrscht und man schon auch ein gutes Gefühl dafür braucht, wie gut ist das Produkt, was entwickelt werden soll, wie groß ist der Markt, wie ist die Konkurrenz in dem Produkt. Ja, und diese Punkte abzuschätzen ist natürlich viel schwieriger in einem Markt, wo es um wirklich Neuentwicklungen geht, während der Generikamarkt halt eher so ein klassischer Produktmarkt ist, bei dem man sagt, ich schnapp mir die Produkte, die halt entwickelt wurden, wo es keine Patente mehr gibt, und produziere die in die Masse und bringe die Produkte in die Masse. Und rein von dem Risikoprofil her ist das natürlich ein viel klassischeres und viel statischeres und dementsprechend auch etwas einfacher abzubildendes Produkt. Genau, und als Generika-Vertreiber, wie es der Hims & Hers ist, hat man natürlich auch nicht diese initialen Forschungs- und Entwicklungskosten. Das heißt, Hims & Hers hat keine Forschungs- und natürlich gibt es da auch Forschungs- und Entwicklungskosten, aber keine Forschungs- und Entwicklungskosten, die sich tatsächlich auf die Entwicklung und Erforschung von pharmazeutischen Produkten entwickeln. Und dadurch sind die Kosten natürlich viel niedriger. Man sieht das hier schön auf der Grafik. Der Hauptunterschied ist tatsächlich die deutlich geringeren Kosten. Wir sehen das gleich auf der nächsten Folie nochmal. Man spricht da tatsächlich von knapp 90%, die generischen Produkte günstiger sind als die Markennamen.
Und das ist natürlich, das kommt natürlich dann zustande, wenn die Patente, wie du gerade eben schon meintest, auslaufen und sich dann der Generikamarkt auf diese Produkte stürzen kann und nicht mehr diese Forschungs- und Entwicklungskosten abbezahlt werden müssen. Genau, man kann dadurch auch ganz gut sehen, dass grundsätzlich natürlich automatisch der Markt weiter wächst, weil es werden immer mehr Produkte entwickelt, werden immer mehr Krankheiten adressiert. Das heißt, der Generikamarkt wächst automatisch, sobald auch neue Produkte im generellen Pharmaziemarkt entstehen. Und der Markt wird immer größer, immer breiter und auch immer mehr Leuten zugänglich. Das ist immer natürlich aus der Perspektive der USA zu sehen, weil das in unserem Gesundheitssystem natürlich immer so ein bisschen anders dargestellt wird. Auch das Thema, wie gut kommt man jetzt an Medikamente ran, wie gut kriegt man Arztbehandlungen. Das ist ja hier alles relativ gut geregelt, während das in den USA ein sehr teurer Part ist und auch ein sehr umkämpfter Markt ist. Und auch dementsprechend ist sehr, sehr spannend, ist halt zu sehen, wie dieser Generikamarkt immer größer wird, immer günstiger wird dann auch für die Kunden und dementsprechend halt auch einen immer größeren Markt adressiert. Wenn wir jetzt auf Hims & Hers schauen, was haben wir für große Märkte? Genau, wir haben, muss sagen, man ist nur in dem Generika-Feld unterwegs und da deckt man tatsächlich große Bereiche ab, von denen man denkt, dass es tatsächlich die wirtschaftlichsten in den USA sind. Wir haben einmal Sexual Health, also Sexualgesundheit, Dermatologie für die Haut, Mental Health, das heißt, Mental Health und jetzt zuletzt auch Weight Loss. Da ist man so ein bisschen mit aufgesprungen auf diesen Weight Loss Obesity Trend und ja, hat jetzt da eigene Produkte. Jetzt zuletzt hat man auch Spritzen eingeführt, die über Hims & Hers vertrieben werden, hat aber vorher auch tatsächlich schon viel mit Appetitkontrolle und Insulinresistenz gearbeitet, sodass man über diese Wege, über Tabletten auch abnehmen kann. Also wir adressieren die vier großen Märkte, an denen es eigentlich die insbesondere schambehaftet sind. Wir haben sexuelle Probleme, wir haben Probleme rund um das Thema Hautkrankheiten, mentale Probleme und Gewichtsprobleme. Und das sind eigentlich alles so Probleme, die in unserer Gesellschaft so vielleicht ein bisschen kritischer beäugt werden, mit denen man sich nicht ganz so wohl fühlt. Und das sind alles große Märkte. Man sieht es in den USA, wie viele Menschen dort adressiert werden. Das heißt, es ist gar nicht ein kleinerer Teil. Er wird trotzdem immer so als Außenseiterposten gesehen. Und eigentlich hat sich genau das Hims & Hers so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, halt genau diesen Menschen zu helfen, indem sie in einen ja, sehr leichten Weg zu ihrem Produkt führen. Ganz genau. Und das, was Hims & Hers macht, ist so ein bisschen die Arbeit mit einem Abo-Modell. Das ist ja, was wir besonders bei schnell wachsenden Unternehmen immer sehr gerne sehen. Man sieht das jetzt hier auf der ganz rechten Seite. 91% der Umsätze sind tatsächlich Abo-Umsätze. Das heißt, Kunden bestellen Produkte jeden Monat, alle zwei Wochen, alle zwei Monate mit einer automatischen Bestellung. Sobald man dann einmal Kunden akquiriert hat und die Kunden einmal sich auf die Produkte und die Generika-Produkte von Hims & Hers vertrauen, sind die quasi locked in, man hat hohe Locked-In-Effekte. Und auf der anderen Seite sieht man noch ganz schön in der Mitte jetzt, dass viel auch über Prescription läuft. Das heißt, Prescription, magst du mir nochmal kurz, ich habe das Wort. Verschreibungspflichtig. Verschreibungspflichtig, dankeschön. Verschreibungspflichtige Medikamente, das heißt, man bietet auch Online-Konsultierungen an. Wir hatten das ja schon einmal kurz angesprochen, dass man quasi einen Prozess hat über eine Plattform und nicht, man geht zu dem einen Arzt, muss dann noch in die Apotheke, sondern man wird konsultiert über die Plattform und kriegt dann über die Plattform tatsächlich auch seine Produkte zugeschickt. Also man kann eigentlich sagen, man hat wirklich nicht nur einen Vertrieb, also es ist nicht nur eine Online-Apotheke, in der man irgendwie schnell mal was bestellt, sondern man hat auch wirklich Ärzte, die man konsultieren kann, dementsprechend auch dieses Telemedizin-Produkt. Und es geht immer stärker dahin, dass man halt personalisiert von seinem Arzt einen Plan bekommt. Dieser Plan münzt sich oft halt auf ein Abo-Modell. Das sind keine Einmaleffekte, die man jetzt irgendwie behandelt, sondern in großen Teilen. Und hier sieht man es, in 90% der Fällen ist es was Verschreibungspflichtiges und in 80% der Fällen ist es halt wirklich was Online-Getriebenes. Und 90% der Umsätze kommen am Ende auch aus diesem Abo-Modell heraus. Das heißt, man hat Pläne, man hat personalisierte Pläne, man hat einen Online-Doc, einen Online-Arzt, mit dem man das Ganze diskutieren kann, besprechen kann. Das heißt, man muss nicht das Haus verlassen und man adressiert halt genau da eigentlich so ein bisschen die Pain Points.
Kommen wir ganz kurz diesmal zur Geschichte. Ganz, ganz abgespeckt, ja, du hattest das ja eben schon gesagt. Wir hatten ja das, die Unternehmensgründung 2017. Man hat sich damals auf HIMS-Produkte, also Produkte für ihn, spezialisiert, war da mit den Produkten für erektile Dysfunktion und Haarausfall relativ früh am Start. Man hat sich dann 2018 auch auf die Frauenprodukte so ein bisschen, in dem Bereich der Frauenprodukte so ein bisschen breiter gemacht. Hat dann 2019 und 2020 große Finanzierungsrunden gehabt, ist ein bisschen auch nach Großbritannien expandiert. Der Hauptmarkt ist tatsächlich aber immer noch die USA. 2020 hat man dann den Deal geschlossen mit Oaktree Capital zum IPO. Das IPO wurde dann 21 durchgeführt. Wir haben das gesehen, perfekte SPAC-Phase gewesen. Wir haben relativ viele SPACs gesehen zu dieser Zeit und auch so ein bisschen so ein Hype gesehen, wie wir das ja auch im Chart gesehen haben. Ja, und zuletzt lag der Fokus tatsächlich so ein bisschen auf den Weight-Loss-Produkten, also auf der Behandlung von Übergewicht und auf der, ja, einfach der Behandlung von Übergewicht, was ja im Moment in dem ganzen Pharmaziebereich eine sehr viel umsprochene Thematik ist. Genau. Schauen wir uns heute Nachmittag nochmal ein bisschen genauer an. Werfen wir mal einen Blick auf den Snapshot von Hims & Hers. Und wir haben es, glaube ich, angesprochen. Wir haben ein deutlich kleineres Unternehmen als sonst. Wir haben eine Marktkapitalisierung von nur 5 Milliarden, 1000 Mitarbeiter, ein junges Unternehmen, 2017 gegründet, mit sehr viel Schwung, aber in den Markt geprescht. Wir sehen es oben an der Entwicklung. Man hatte eine volatile Zeit hinter sich, wenn man zum IPO oder nach dem IPO investiert hat oder zum Hoch investiert hat. Man sieht aber grundsätzlich, dass wir ein Unternehmen haben, was natürlich noch relativ geringe Umsätze erzielt. Wir sind jetzt hier beim Quartal bei 278 Millionen. Wir sind dafür schon, ich glaube, jetzt das erste Mal oder das zweite Quartal jetzt ja. In einem profitablen Bereich. Also wir haben eine positive Profitmarge auch erreicht von 4%. Das Ziel ist es natürlich, diese irgendwann auszubauen. Wir haben eine Grossmarge von 82%. Jetzt muss man so ein bisschen kritischer draufblicken. Das werden wir gleich nochmal tun, wie sehr man das Ganze vielleicht irgendwann ausbauen kann und warum auch nicht. Denn wir haben einen Markt, der insbesondere oder ein Umsatz insbesondere getrieben wird von hohen Marketingausgaben. Nichtsdestotrotz hat der Kurs der Aktie sich deutlich verbessert. Year to date 180%, kann man sagen. Tom, du bist privat auch investiert an der Stelle, glaube ich, muss man das mal sagen. Ja, ich bin privat investiert. Liebe Grüße an Luca an dieser Stelle für den guten Tipp. Genau, also wir sagen das ja immer ganz transparent, wo wir auch investiert sind. Wir haben sonst keine Investments hier auch nicht im Club oder ich zumindest privat auch in diesem Unternehmen. Wir haben trotzdem ein Unternehmen, was auch teuer ist. Also das muss man an der Stelle ganz deutlich sagen. Wir haben ein Kursumsatzverhältnis von 5. Wir haben kein KGV, weil wir zuletzt Verluste geschrieben haben. Wenn man jetzt die aktuelle Nettomarge mal so aufs Jahr hochrechnen würde, bei relativ ähnlicher Marktkapitalisierung, wären wir bei einem KGV von so knapp 100, über 100. Und dementsprechend sind wir auch bei einer Bewertung, ja, die gerechtfertigt werden muss durch hohes Umsatzwachstum. Und die große Frage ist, wie geht es damit weiter? Wir sehen das so ein bisschen hier im Quartalsrückblick. Wir haben ein Umsatzwachstum, was man hier sieht, an Subscribern, also an neuen Abonnenten von 41%. Im Summe ist der Umsatz um 46% gewachsen im Vergleich zum letzten Quartal, im Vorjahresquartal. Und hier gibt es diese Adjusted EBITDA-Marge, die muss man sowieso mal ein bisschen kritischer hinterfragen. Die ist eigentlich immer adjustierte Profitmarge. Ich muss sagen, Schulden gibt es jetzt hier keine großen, allerdings gibt es wie oft bei so kleineren Unternehmen viele, viele Compensations der Mitarbeiter über Stocks. Das heißt, ja, man muss sagen, immer so ein Teil der Schulden, die nicht existieren, wird eigentlich darüber gedeckt, dass man seine Mitarbeiter halt in Aktien bezahlt. Das sind hier knapp 7% des Umsatzes, was schon relativ viel ist. Und man muss an der Stelle sagen, das Wachstum hat auch deutlich abgeflacht. Wir waren zuvor immer so bei, oder mal bei über 100%, dann waren wir bei 90%, 80%, 60%. Wie es also oft ist, wird es irgendwann immer schwieriger zu wachsen. Jetzt sind wir noch bei knapp 40%, was immer noch ein ordentliches Wachstum ist. Allerdings sehen wir, dass das auch nur in teilweise in allen Bereichen vorzufinden ist. Und das sieht man hier so ein bisschen an dieser Grafik. Und da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Wir haben 41% Nutzerwachstum, also 41% mehr Abonnenten, die dazugekommen sind. Allerdings hat sich der Average-Umsatz, also der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, nicht weiter erhöht. Der ist bei $55 geblieben. Und wenn man eigentlich die Orders in Summe aufnimmt, sind die auch nur um 20% gewachsen. Und der Average Order Value, also hier wieder, wie hoch die
durchschnittlichen Umsätze sind, auch die sind nur um 20% gestiegen. Was man also eigentlich hier schon ableiten kann, wir haben ein starkes Umsatzwachstum von 40%. Das wird allerdings auch benötigt, um überhaupt ein Umsatzwachstum generell zu kreieren, denn wir haben kein Umsatzwachstum in der Summe, dass wir es schaffen, wirklich mehr Umsatz aus den Menschen herauszubekommen. Also der durchschnittliche Umsatz, der ist konstant geblieben und auch der durchschnittliche Warenkorb auch von neuen Kunden ist eigentlich nur um 20% dann wieder gestiegen und auch nur die Gesamtorders sind um 20% gestiegen. Und das, obwohl wir über 40% mehr Subscriber dazu bekommen haben. Was wir damit also sagen können, ist, dass man sich dieses Wachstum aktuell wirklich erkaufen muss. Und wenn wir das in der breiten Zahl sehen, dann sieht das sehr, sehr schön aus, denn wir haben immer mehr Subscriber, wir haben immer mehr Subscriber, die auch lange an Bord bleiben und die halt auch diese Abos umsetzen oder sich für diese Abos interessieren. Allerdings, ja, und das ist der, so ein bisschen der Kritikpunkt, haben wir keine Erhöhung, und das sieht man hier oben, des Warenkorbs, und den hatten wir eigentlich noch nie so wirklich. Der ist schon seit jeher relativ konstant. Hängt natürlich auch so ein bisschen mit diesem Generikamarkt zusammen, hängt auch damit zusammen, dass vielleicht genau die Kunden, die das jetzt nutzen, nicht unbedingt die sind, die in großer Manier kaufen oder wenn man halt auch in diesen Bereichen nicht unbedingt mehr Geld ausgeben kann. Ist aber ein kleiner Problempunkt für das Unternehmen. Auf jeden Fall. Man muss natürlich auch sagen, wir sehen da jetzt fast 2 Jahre im Überblick und da sind wir von knapp 56 US-Dollar auf, naja, plus minus 0, 55 US-Dollar zurückgegangen. Und wenn wir überlegen, dass das ja wirklich auch die Hochinflationszeit war, haben wir da tatsächlich eigentlich real negativ, sind wir da negativ unterwegs. Das heißt, der Warenkorb ist am Ende zurückgegangen, wenn man annehmen würde, dass Produkte mit der Inflation wenigstens oder mindestens mit der Inflation erhöht wurden, die Preise. Genau, und wenn wir das uns in der langen Historie auch wirklich anschauen, dann sehen wir ja, die Umsätze sind schön gewachsen. Wir hatten teilweise über 100% Wachstum, wir haben dann 80% zwischendurch gehabt. Jetzt sind wir so runter auf knapp 40%. Was man aber schön sieht, ist, dass man in die richtige Richtung optimiert. Also man hat zwar weniger Umsatzwachstum, man ist aber profitabel geworden. Das ist eigentlich das, was man dann zumindest gerne sieht, dass wenn das Umsatzwachstum abnimmt, dass man auch in die Profitabilität rutscht. Allerdings muss man halt so ein bisschen sagen, man sieht auch, die Kosten nehmen weiter zu. Und insbesondere auch die Marketingkosten nehmen weiter zu. Wenn wir also auf das Thema, wie viel Geld wird generiert, eingehen, dann sehen wir ganz gut, ja, das Cash, was hier produziert wird, also das operative Geld, was eingenommen effektiv eingenommen wird, das bewegt sich auch auf einem positiven Trend. Dafür wird aber auch relativ viel Cash schon ausgegeben. Das heißt, man braucht auch relativ viel, um seine Investments so ein bisschen weiter diesen positiven Technologieansatz zu haben. Trotzdem muss man sagen, wir haben einen positiven Free Cashflow. Also wir sind operativ ganz gut aufgestellt. Es wird Geld verdient. Wir haben Umsatzsteigerungen gehabt. Wir haben eine Profitabilität. Soweit stimmen die Zahlen. Wenn wir allerdings die Frage stellen, wo geht es in Richtung Profitabilität noch hin? Dann muss man schon gucken, wie weit das jetzt noch in der Zukunft gut umsetzbar ist. Wir haben hier eine kleine Grafik, die zeigt, wie sich der Umsatz entwickelt hat und im gleichen Zug aber auch die Marketingkosten. Und was wir ganz schön sehen können ist, ja, der Umsatz wächst, aber auch die Marketingkosten wachsen nahezu identisch, ein bisschen weniger stark, aber nahezu identisch. Das ist auch aktuell noch ganz positiv. Es gibt da so eine Kennzahl und ich springe noch ganz kurz zurück zum Snapshot. Die sehen wir einmal hier unten und das ist die Magic Number. Und die Magic Number sagt uns so viel wie, ja, wenn so ein positiver Wert von über 1 dort steht, dann heißt es, dass unser Marketing eigentlich effizient ist. Das heißt, wir schaffen es in einem Modell, wie dieses Abo-Modell hier gerade als Beispiel dient, schaffen wir es effektiv mit unseren Marketingkosten gut Kunden zu akquirieren und Kunden auch so lange bei uns zu behalten, dass sich das weiter lohnt, Geld auszugeben. Also alles, was über 1 ist oder mindestens über 1 ist, da sagt man, ja, gerne weiter Geld ausgeben, gerne weiter Geld in Marketing stecken, versuchen mehr Umsätze reinzuholen, denn das Ganze lohnt sich aktuell noch. Wenn alles, was da drunter ist oder was insbesondere unter 0,7 ist, da fängt man an, so langsam ein bisschen kritisch darauf zu blicken. Es gibt allerdings ein großes Problem, ein bisschen das, was wir bei Hims und Hers sehen, und das steckt so ein bisschen im Outlook und es steckt auch in dem, was wir gesehen haben an diesem durchschnittlichen Umsatz, durchschnittlichen Umsätzen pro Kunden.
Zum einen sehen wir, ja, das Umsatzwachstum soll weiter halt zurückgehen. Das ist nicht grundsätzlich verwunderlich. Allerdings muss man sagen, sind wir halt auch noch bei relativ geringen Umsätzen. Also wir sind jetzt hier bei einem Markt, bei dem man gesagt hat, man adressiert hunderte Millionen Amerikaner eigentlich oder Menschen der USA, die als potenzielle Kunden hier in Frage kommen. Und dann sagt man, okay, bei 270 Millionen Umsatzwachstum sehen wir schon kontinuierlich auch immer Wachstumsraten, die zurückgehen. Da muss man sagen, das ist jetzt nicht dramatisch. Allerdings ist das jetzt auch vielleicht nicht ganz kohärent mit der Geschichte, dass man hunderte Millionen Amerikaner adressiert, weil dann würde man gegebenenfalls vielleicht noch aggressiver in den Markt wachsen oder noch mehr Geld ausgeben und vielleicht ein bisschen weniger schnell jetzt gerade in Richtung Profitabilität rutschen. Es scheint also zumindest so einen Punkt zu geben, dass man merkt, das Marketing scheint irgendwo so eine Grenze zu erreichen oder man sagt halt, okay, es ist gerade eine schlechte ökonomische Zeit und die Menschen geben halt auch nicht so viel für Gesundheitsprodukte aus. Das Problem an der ganzen Geschichte steckt so ein bisschen darin, dass man halt Umsatzrückgänge hat, Umsatzwachstumsrückgänge muss man sagen, nicht Umsatzrückgänge, so weit ist es nicht, bei relativ konstanten Warenkörben und Ausgaben. Und wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich fährt man eine Land-and-Expand-Strategie, so viel heißt es, das heißt, man versucht Kunden günstig zu akquirieren, günstig in seine Modelle zu bekommen und dann kontinuierlich diese Kunden eigentlich weiterzuentwickeln, das heißt immer mehr Geld aus den Kunden herauszuziehen, dann schafft man das gerade zumindest aktuell nicht in dem Maße, dass man mehr Geld aus ihnen akquiriert. Man schafft es aber, mehr Kunden anzuborden. Und wenn das weiterhin so funktioniert, dann ist man auch in einem ganz guten Momentum. Wenn das halt aber abnimmt, dann ist die Frage, wie viel Profitabilität schafft man in diesem Geschäftsmodell? Schafft man das, dann sind wir in einem positiven Trend und dann ist das, was man irgendwann sich ausmacht, 20-30% Marge, vielleicht auch mal irgendwann realistisch. Schafft man das allerdings nicht, dann sind wir aktuell bei einem KGV von über 100 schon teuer bewertet. Bei einem rückläufigen Umsatzwachstum haben wir also dann auch schon eine relativ teure Bewertung. Man muss sich also so ein bisschen fragen, Tom, wo geht die Reise dort noch hin? Wie gut schafft man es wirklich, weiter zu wachsen? Im Kern ist es immer so, dass man meistens in der Vergangenheit ein bisschen besser gewachsen ist, als man es angepriesen hat. Genau, und man hat die Erwartung doch jetzt zuletzt, besonders auch in den letzten 2-3 Quartalen, wir haben das ja auch am Kurs gesehen, echt hochgeschlagen, sodass da der Kurs echt stark reagiert hat. Und das ist ja, das ist halt gerade, wie du schon sagst, so ein bisschen die Frage. Wir haben aber natürlich jetzt auch so ein bisschen den Fokus auf die Abnehmprodukte, dass man sagt, okay, man nimmt sich da nochmal einen neuen Markt vor, der jetzt im Moment ja auch gerade sehr, sehr im Kommen ist. Es ist überall ist die Rede von den Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly, die ja teilweise im Jahresabo Zehntausende Dollar kosten. Und wenn man dann sagt, okay, ich probiere es erstmal mit einem generischen Produkt, was deutlich günstiger ist, dann ist Hims & Hers auf jeden Fall eine Adresse, an die man sich da wenden kann. Man kann im Kern also sagen, wir haben ein junges Unternehmen, was viel Potenzial mit sich bringt, was aber so ein bisschen schon auf Wachstumshürden stößt. Was aber dafür schon profitabel ist, wir sind also kein, nicht mehr ein Unternehmen, was in einem super Wachstumsmarkt ist, sondern man ist schon in so einem Grower-Modus, das heißt, man wächst kontinuierlicher in einer Profitabilität, das heißt, das ist schon ein bisschen besser vom Risikoprofil her zu sehen, allerdings eine teure Bewertung. Wir haben Pro und Contra hier mal aufgeschrieben. Heute Nachmittag geht es weiter um das Thema Pharmazie. Wir werden uns dann aber noch stärker dem Thema Abnehmspritzen widmen. Eli Lilly, Novo Nordisk, so die großen Player am Markt, uns wirklich mal tiefer anschauen, bewerten, unsere Scorings angucken und dann auch die Auswahl der Aktie für unser Depot einmal durchspielen. Nächste Woche gibt es dann wieder Market Roundup und nächsten Donnerstag gehen wir in den Bereich Fast Food nochmal über, Chipotle in dem Falle, also mal nicht McDonald's, mal nicht Burger King, sondern eine weitere Fast Food Kette, die auch stark wächst, die viel Potenzial noch hat. Wir werden mal reinschauen und das Ganze analysieren. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, bis später, tschüss. Von mir, tschüss.